vierte Generation ist endlich angekommen und wir können sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Felixitron. Wir spielen wieder mal Pokémon Go und die vierte Generation ist herausgekommen mit ein paar neuen Pokémon. Zum Beispiel, wir haben hier jetzt schon mal ein Bidiza. Wir versuchen es auch gleich zu fangen. Hoffentlich bleibt es drin. Es gibt auch schon alle Starter-Pokémon, aber man kann leider noch keine Pokémon von den anderen Generationen leider noch nicht entwickeln, so wie Roselia oder Rizeros und so weiter. Es gibt auch wieder Regional-Pokémon. Ich weiß nur eins, wie es heißt, und zwar Venuflibis. Ich weiß nicht genau, wo es liegt, weil die Beschreibung auch nicht gerade der Burner ist. Und es gibt ja auch viele neue Pokémon, so wie Shelast, Hampflan, Hilfler, Starlili, Bidiza und vieles mehr. Ich habe jetzt einfach nur ein paar gezeigt. Was die Menschen vermuten, was als erster Raid kommen wird, ist, was ich auch erfahren habe, es gibt einen Raid in Pokémon, das wird aus der vierten Generation, dass man auch in Shiny fangen kann. Bin ich mir noch nicht sicher, weil ich es auch noch nicht gesehen habe. So, jetzt entwickeln wir mal unser Bidiza zu einem Bidiza. Und es gibt auch Raids von denen. Vierten Generation, aber nur der Einzelraid. Und da habe ich gesehen, dass ein Pokémon, das man gar nicht wild fangen kann, auch in Shiny sein kann. Verblüffend, nicht wahr? Und was manche vermuten, als Fünferraid wird es wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es, dass es Giratina wird. Ich hoffe es einfach, weil ich bin ein Riesenfan von Giratina. Und die vierte Generation ist am 16. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit herausgekommen. Und da bin ich heute noch losgefahren und habe ein paar gefangen. Und mein erstes vierte Generation Pokémon war Shelast, das wir auch gerade hier entwickelt haben. Das werden wir auch noch mal entwickeln. Und dann werden wir auch noch Panflau und Pinflau entwickeln. Panflau zum Panpyro und zum Panferno. Und Pinflau zu Plimprin. Genau, ja, Plimprin, glaube ich. Und das dann zu Impoleon. Das Kaiserpokémon. Staralili werden wir auch zu Staraptor noch entwickeln. Aber ja, mehr verrate ich euch auch noch nicht dazu. Und ja, es gibt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen werden auch mehrere kommen aus der siebten. Oh, es kommt ein Zehner. Oh, ein Vati. Hätte ich mir doch nicht gedacht. Aber da steht sogar noch ein Bidiza. Aber das werden wir jetzt auch nicht fangen und geben mal Feltara als Kumpel. Oh, Stachelige. Cool. Muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, als sie gekommen ist. Ich hätte mir gedacht, Montagabend, 22 Uhr haben sie ja geschrieben. Aber jetzt doch was anderes, was mich überrascht hat. Und ja, es fängt wieder so an wie mit der dritten Generation. Und das ist ja voll deppert, dass wieder so ganz, ganz, ganz wenige kommen. Ja. Außerdem Bidiza gibt es leider auch als Raid. Das ist der einzige, den ich schon gesehen habe. Und das ist voll komisch.
So, versuchen wir gleich mal mit Sheltara zu kämpfen. Gegen einen Bidiza. Wie lange wird das Bidiza aushalten? So, wie viele Schläge hat er? Drei. Okay. Oh, ein Haspirohr. Ein wildes Haspirohr scheint. Haspirohr, 610 WP. Ja, gut. Hört sich gut an. Und ich werde auch vielleicht ein Let's Play, falls ihr Bock darauf habt, zu Luigi's Mansion 1 machen. Nur wenn ihr dafür Bock habt, weil das ist ja gerade für 3DS herausgekommen. Und falls ihr wollt, mache ich schon Let's Play. Schreibt mir in die Kommentare Luigi's Mansion 1, wenn ich ein Let's Play darüber machen soll. Ja, Schlappohr. Genau, Schlappohr haben wir uns gerade gemacht. Schlappohr ist richtig stark. Muss man sagen, der... Oh, ein Panther. Ein wildes Panther anscheinend. WP 782. Geil. So, Hyperball. Gleich los. Okay, bitte bleib drin. Nein, ist ausgebrochen. Probieren wir es gleich nochmal. Aber nehmen eine Salamander. Manche denken sich, bist du dumm? Das ist ein neues Pokémon. Warum verwendest du keine goldene dafür? Nee, ich benutze Salamander, dass ich es auch bald entwickeln kann. Und das will ich auch bald. Und das werde ich auch bald machen. Vielleicht noch in diesem Video. Bin es mir noch nicht sicher. So, aber Starre Lili haben wir jetzt auch vor uns. Sieht auch ziemlich cool aus. Dann Staravia. Nice. Dann noch. Muss erst warten, bis sie sich. Genau, dann noch Zierpurze. Das für mich nicht so cool ausschaut. Das entwickeln wir auch direkt. Sehen wir mal, was herauskommt. Dieses Pokémon sieht an sich schon nicht so gut aus, also wirklich das die beste. Oh mein Gott! Pokémon! Was habt ihr euch mit diesem Pokémon gedacht? Das trägt einen verdammten Schnauzer. Ja, entwickeln wir einfach mal Pamplon. Darüber, über dieses Pokémon reden wir nicht mehr. Erwähnt es nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Entwickeln wir einfach mal Pamplon. Ich habe mir schon auch die Folgen angesehen. Und die Entwicklungen sehen einfach nur geil aus. Und wenn ihr fragt, wie geil, sorry, die Entwicklung von Pamplon sieht geil aus als Lurak. Mhm. Die sieht cool aus. Und die werden wir auch gleich machen. Ich zeige euch hier noch, wie Pampuro aussieht. Und dann entwickeln wir auch es direkt. Okay, yes. Ich habe euch nur noch die Pose zeigen müssen. Die sieht einfach nur episch aus. So, entwickeln wir es. Komm, werd sowas coolen. Ja, seht ihr, das sieht definitiv cooler aus als Lurak. Panferno. 213 WP. Und 147 KP. Aber gehen wir direkt zu Plinfer. Und entwickeln das jetzt auch. Ich habe leider nicht die... Doch, habe ich auch nicht. Ich habe ja gefilmt, wie ich das entwickelt habe.
Mein Gedächtnis ist wieder am Abgrund. Okay, hier haben wir... Und ich habe den Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Ich möchte deinen Namen. Blibrin. Ja, Blibrin. Die noch mal direkt zu Impoleon, bitte. Oh. Ihr habt sie nichts gesehen. Nix ist von Wolfgang gekommen. Okay. Was kommt da raus? Impoleon da. Oh mein Gott. Junge, sieht das heftig aus. Der sieht aus wie... Der hat ja so einen Dreizack. Und... Okay, entwickeln wir jetzt auch Staravia. Okay. Hoffentlich wird das jetzt mal was Cooles. Bitte. Junge. Das sieht heftig aus. Okay. Direkt im Pokédex registriert ist ja ein neues für mich. Und... Ja, bis dann und ciao.